Hallo, in diesem Video geht es um zusammengesetzte Flächen und insbesondere, wie man den Flächeninhalt dieser zusammengesetzten Figuren berechnen kann. Also, wir haben die Aufgabe, berechnen den Flächeninhalt der folgenden Figur. Und unten haben wir jetzt ein Fünfeck ABCDE mit ein paar Größen gegeben, nämlich AE mit hier mit 4 cm, die Strecke AB mit 6 cm. Und hier haben wir noch einen kleinen Teil mit 1,5 cm, ist im Prinzip hier die Strecke rauswärts. Okay, wie fangen wir an? Eine Flächenformel für dieses Fünfeck gibt es nicht oder kennen wir nicht. Das bedeutet, wir müssen diese große Fläche jetzt zerlegen in bekannte kleinere Flächen. Rechts daneben habe ich schon mal aufgeschrieben, was wir alles kennen, wovon wir auch eine Flächenformel kennen, nämlich vom Dreieck, vom Quadrat, Rechteck, Parallelogramm, Drache bzw. Raute, die haben ja die gleiche Flächenformel, und vom Trapez. Das heißt, diese große Figur müssen wir jetzt in solche kleinen Teilfiguren zerlegen. Hier kann es je nach Ausgangslage, also nach großer Figur hier, viele verschiedene Möglichkeiten geben, das auszurechnen oder zu zerteilen. Ja, man muss halt eine Möglichkeit finden, die auch funktioniert. Bei dieser Aufgabe wird zum Beispiel diese Möglichkeit ganz gut funktionieren. Wir bekommen hier ein Rechteck raus. Wenn ich das so aufteile, also bei BD auseinanderschneide, habe ich hier ein Rechteck und hier habe ich ein Dreieck. Das Rechteck lässt sich sofort berechnen. Da ist die Flächenformel ja, Grundseite mal Höhe bzw. Länge mal Breite. Mit 4 cm und 6 cm sind die beiden Längen, die beiden Größen. Also schon gegeben, kann man sofort berechnen. Beim Dreieck haben wir 0,5 mal g mal h, also 0,5 mal eine Grundseite mal die Höhe davon. Als Grundseite, überlegen wir mal, würden sich diese beiden Seiten anbieten? Eher nicht. Wir wissen nicht, was hier von Winkel drin ist. Wenn der rechtwinklig wäre, wäre es schön. Dann könnten wir die beiden Seiten nehmen, aber so wissen wir drüber nichts. Stattdessen kann man diese Seite hier, also die BD, als Grundseite wählen. Macht auch optisch sofort Sinn, weil diese Strecke genau auf den Kästchen liegt. Das ist meistens immer hervorragend, weil man dann in späteren Aufgaben mal auch die Streckenlängen sofort berechnen könnte. Und die Höhe, wenn ich das als Grundseite wähle, Höhe liegt immer senkrecht dazu und geht durch den gegenüberliegenden Punkt. Das hat jetzt hier den Vorteil, die Höhe liegt auch direkt auf den Kästchen. Und einmal weiß ich sofort, diese Höhe ist genau der gleich dieser Größenangabe hier unten. Also das sind die 1,5 cm. Damit kenne ich auch bei diesem Dreieck die Grundseite und die Höhe und kann damit den Flächeninhalt sofort berechnen. Also berechnen wir es mal. Der Flächeninhalt der gesamten Figur lässt sich berechnen aus dem Flächeninhalt des Rechtecks plus Flächeninhalt des Dreiecks. Fangen wir mit dem Rechteck an. Rechteck ist Länge mal Breite oder man kann es ja auch als Grundseite mal Höhe verstehen, weil hier überall rechte Winkel drin sind. Setzen wir ein. 1 ist 6, 1 ist 4. Ja, spielt jetzt in dieser Aufgabe keine Rolle, was die Länge und was die Breite ist. Und das sind 24 Quadratzentimeter. Dreieck. Flächeninhalt eines Dreiecks ist gleich 0,5 mal g mal h oder 1,5 mal g mal h, je nachdem, welche Darstellung man lieber hat. Grundseite haben wir, wie gesagt, wählen wir diese 4 cm und dann ist nämlich die 1,5 cm die Höhe dazu. Also 0,5 mal 4 mal 1,5. 0,5 mal 4 sind 2 und 2 mal 1,5 sind 3, also insgesamt 3 Quadratzentimeter. Damit lässt sich dann auch der gesamte Flächeninhalt sofort berechnen, nämlich die beiden zusammen, also die 24 cm plus die 3 cm Quadratzentimeter. Und das sind dann insgesamt 27 Quadratzentimeter. Also die gesamte Figur hat einen Flächeninhalt von 27 Quadratzentimeter. So, probieren wir das gleich noch ein zweites Mal aus. Diesmal sieht die Fläche so aus, bisschen anders. Heißt, wir berechnen den Flächeninhalt der folgenden Figur. Und natürlich gleiche Voraussetzung. Wir haben Flächenformel wie oben von diesen 7 Figuren. So, wieder die Frage, wie zerlege ich das Ding?
Man könnte natürlich hergehen und sagen, ja, hier kann ich eine Zerlegung reinmachen und hier. Ja, dann kriege ich hier unten ein Rechteck. Das ist ein Rechteck, das ist ein Rechteck und das haben wir ein Dreieck. Kennen wir alle Größen dafür? Bei dem Rechteck Länge mal Breite, die zwei sind bekannt. Diese Strecke hier kann ich ausrechnen, weil das Ganze ist 6 cm lang und dieser Teilbereich, ich skizziere jetzt einfach mal fett rein, sind 2,5 cm. Also ist dieses Stück hier 6 cm minus 2,5 cm. Würde also funktionieren. Dann kann ich auch den Teil berechnen, weil der hier unten ist, hoppa, falsche Farbe. Der hier unten ist auch 2,5 cm lang und das Teilstück hier ist auch wieder 2 cm lang und so weiter und so fort. Also ausprobieren, ob es funktioniert. Ja? Ich nehme jetzt eine einfache Möglichkeit. Ich sage jetzt zum Beispiel, ich schneide hier durch. Was kriege ich dann? Hier ein Rechteck und hier ein Trapez. Vom Rechteck kenne ich die Länge mal Breite, habe ich ja gerade schon geklärt. Ja, 6 cm, ich schreibe es hier vielleicht noch mit Farbe rein. 6 minus 2,5 cm ist das Ding lang. Und das Trapez, da brauchen wir ja, wenn wir die Flächenformel vom Trapez hernehmen, ist gleich 0,5 mal a plus c mal h. A und c sind nun die parallelen Seiten und h ist die Höhe dazu. Parallel liegt hier jetzt, nehme ich diese Farbe, diese Seite zu dieser Seite. Die zwei brauche ich also. Die rechte sehe ich schon, die ist 3,5 cm lang. Die linke ist 3 plus 2 cm lang. Die ist also auch bekannt. Die Höhe liegt immer so drin, senkrecht dazu. Und das ist nichts anderes als hier die 2,5 cm. Also sind mir auch hier wieder alle Größen bekannt, alle Seitenlängen bekannt, kann ich anfangen zu rechnen. Gleiches Spiel. A Gesamt ist gleich A Rechteck plus Fläche vom Trapez. Die Fläche vom Rechteck ist G mal H, Länge mal Breite, das ist 2 mal 6 minus 2,5. 6 minus 2,5 sind 3,5 und 2 mal sind 7 Quadratzentimeter. So, Flächen halt vom Trapez. Die Formel habe ich ja gerade schon aufgeschrieben. 0,5 mal a plus c mal h. Hier natürlich aufpassen, weil a, c und h sind jetzt natürlich keine Beschriftungen, die jetzt zu unserer Zeichnung oben passen. Wenn man die so richtig anpassen möchte, müssten wir nur extra Punkte vergeben, dass man zum Beispiel sagt, das ist der Punkt h und das ist der Punkt g. Und jetzt kann man es eindeutig angeben. Aber wir setzen jetzt im Prinzip gleich ein. 0,5 mal a und c waren die beiden parallelen Seiten, also 3,5 und 5. Und h war die Höhe, sind 2,5 cm. So, 0,5 mal 3,5 plus 5 sind 8,5 mal 2,5. So, und an der Stelle muss mir jetzt eine schriftliche Nebenrechnung ansetzen. Ich kürze das jetzt ein bisschen ab mit dem Taschenrechner, weil es soll ja hier um eine Flächen halt und nicht um schriftliche Nebenrechnungen gehen. Das ist dann ein Flächeninhalt von 10,625 Quadratzentimetern. So, letzter Schritt. A Gesamt ist gleich die beiden zusammen, also 7 cm plus die 10,625. Sind 17,625 Quadratzentimeter. So, und zum Schluss noch eine letzte Aufgabe. Wieder gleiches Spiel. Wie kann ich das Ding zerlegen? Auch hier gäbe es sicherlich mehrere Möglichkeiten. Vielleicht sieht ja einer von euch sofort die interessanteste, nämlich die hier. Warum? Was folgt daraus? Hier kriege ich einen Trapez rein und hier ein Trapez.
Beim ersten Trapez liegt diese Seite parallel zu dieser da. Und beim zweiten Trapez liegt diese Seite zu der da parallel. So, überprüfen, ob man noch alle Größen kennt oder ob man noch was berechnen muss. Beim ersten Trapez, die Seite ist schon gegeben mit 3, steht hier. Dann die große orangene, die steht hier drüben mit 6 cm, die komplette Höhe. Dann dieses Teilstück hier, zweites Trapez, linke Seite. Wenn die ganze Höhe 6 cm ist und das Teilstück hier 2 cm, dann bleibt natürlich für das hier 6 minus 2 cm übrig. Und hier drüben steht es ja schon dran, ebenfalls 2 cm. Brauchen wir noch die Höhe, haben wir hier 3,5 und hier 4,5. Warum? Weil diese Seite hier unten senkrecht zu den Parallelen liegt. Ja, damit sind dann im Prinzip jetzt alle Größen schon bekannt. Flächenhalt gesamt lässt sich also berechnen aus A Trapez 1 plus Flächenhalt, also A Trapez 2. So, Flächenhalt Trapez 1 ist gleich, ich schreibe die Formel nochmal hin, 0,5 mal Klammer auf A plus C mal H. Auch hier wieder Acht geben, A und C sind jetzt hier keine Größen, die irgendwo in der Zeichnung drin stehen, sondern hier jetzt einfach die richtigen Größen rausnehmen. 0,5 mal 3 ist die linke Seite lang, plus 6 ist die rechte Seite lang und die Höhe ist 4,5 cm. So, fahre ich ein bisschen runter. 0,5 mal 3 plus 6 sind 9 mal 4,5. Dann 0,5 mal 9 sind 4,5 und 4,5 mal 4,5 sind schriftliche Nebenrechnung oder vielleicht schafft man es ja auch im Kopf, 20,25 Quadratzentimeter. So, Flächenhalt vom Trapez 2, gleiches Spiel, gleiche Formel. Ja, ich schreibe jetzt erst wieder die allgemeine Formel hin. Achtung, A und C und H entsprechen natürlich anderen Seiten hier drin. So, was haben wir hier nochmal drin stehen? Die linke Seite ist 6 minus 2 cm, die steht hier. Also 4 cm, die rechte ist schon angegeben mit 2 cm. Also haben wir hier 4 plus 2, die beiden parallelen Seiten, mal 3,5 unten die Höhe. Ist 0,5 mal 6 mal 3,5. So. 0,5 mal 6 sind 3. Und 3 mal 3,5 sind 10,5 Quadratzentimeter. Letzter Schritt, zusammenrechnen. Gesamt ist gleich 20,25 plus 10,5 und das sind 30,75 Quadratzentimeter.